Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße euch wieder zur täglichen Turnstunde. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Der ist auf den ersten Blick nämlich kein Sportler, sondern, wie sagt man eigentlich, Tricky Nicky. Was ist deine Berufsbezeichnung? Oh, das ist schwierig. Ich bezeichne mich mittlerweile als Entertainer, weil ich ja Comedy, Bauchrhythmus, Zaubern kombiniere und mittlerweile als Halbprofi-Tennisspieler. Naja, nicht ganz. Und deswegen ist er auch da, weil er ein fanatischer Sportler ist. Ich selbst durfte mit ihm schon Fußball spielen, Basketball spielen, Beachvolleyball spielen. Nur Tennis haben wir nie gespielt, weil da habe ich keine Chance. Wie immer am Beginn unserer Sendung eine Bewegungsübung von Annika und Steffi. Ganz klar, was gibt's denn? Bauchredner, habe ich gedacht, hat auch mit Bauchmuskulatur zu tun. Stimmt nicht ganz. Aber das Bauchmuskeltraining schadet niemandem, weil es ist auch eine gute Kombination, Bauch und Rücken zu stärken. Das heißt, hier ist das Powerhouse das sogenannte. Das heißt, wir müssen auch unsere Bauchmuskulatur stärken, um unseren Bewegungsapparat stabil zu halten. Die Annika zeigt schon vor, wir können uns langsam annähern, einfach mal auf der Sesselkante, also den Sessel zur Seite drehen. Dann kann man das sogar im Sitzen eigentlich, braucht man kein wirkliches Turngerät, sondern nur den eigenen Körper zurücklehnen. Wichtig ist, den Bauchnabel fest zur Wirbelsäule ziehen. Der Tricky Nicky kann das auch sehr gut, die Übung einfach isometrisch mal zu halten. Also. Man kann, genau. Und dann aber auch auseinander zusammenklappen, wie er es vorher schon so schön hergezeigt hat. Wichtig ist, dass der Bauch sich nicht nach vorne wölbt und nach vorne kommt, sondern dass man hier fest dagegen hält und stabilisiert. Man darf immer lächeln dazu. Das trainiert auch die Gesichtsmuskulatur zusätzlich. Das ist auch immer möglich. Das ist unser Bewegungstipp für heute. Ich danke euch vielmals. Nur bei mir ist die Bauchwölbung schon da. Also die kann ich gar nicht mehr weggeben. Genau, du musst versuchen, dass sie nicht stärker wird. Okay, ich mache das ganze Interview jetzt. Niki bleibt in dieser Position. Das ist unglaublich. Warum bist du so fit? Was machst du eigentlich? Also okay, du spielst Tennis. Du spielst fanatisch Tennis. Das macht dich ein bisschen suspekt, weil so wie es du betreibst, ist es ja wirklich schon ja, mein extrem, Tennistrainer hat letztens gesagt, er kennt viele Leistungsspieler und wenn die nur halb so viel trainieren würden wie ich, dann wären sie gleich um einiges weiter oben in der Rangliste. Leider hat halt, habe ich ein bisschen zu spät angefangen. Ja. Wir kennen uns viele Jahre. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen stolz, weil wir kennen uns länger, als du alt bist quasi. Weil du vor vielen Jahren, ich weiß gar nicht, ob du dich überhaupt noch erinnerst, da im Sport am Sonntag bei mir mitgearbeitet hast. Und der Niki hat dauernd irgendwelche Bewegungen gemacht mit Münzen, die er durch die Finger laufen hat lassen. Und das ist mir irgendwann so auf die Nerven gegangen. Da habe ich gesagt, er soll aufhören damit. Und auf einmal hat er gesagt, er ist Zauberer. Und das war der Anfang, oder? Du hast eigentlich meine Anfänge hast du mitbekommen. Ja. Ich kann mich erinnern, weil ich gesagt, bitte lenk die Münzen weg oder die Karten und lern was Gescheites. Ja, vor allem hat sich ja dann herausgestellt, dass du das wirklich kannst. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ich habe damals gesagt, Niki, was machst du hier beim ORF bei uns? Du warst Sport am Sonntag. Erste, der gesagt hat, hey Niki, du kannst auf die Bühne und nicht vor die Kamera. Ja. Na, wie hat sich das damals entwickelt dann? Ich habe angefangen mit knapp 20 Jahren mit der Zauberei, also sehr, sehr spät, im Vergleich zu vielen Zauberkünstlern. Und das war so ganz viel beim ORF arbeiten, ganz wenig zaubern. Und das hat sich im Laufe der Jahre einfach gedreht. Und irgendwann einmal war es so viel, dass ich habe meine eigene Bühnenshow, ich habe meine Firmengalas, meine Auftritte. Das geht sich beides nicht mehr aus zeitlich. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt mache ich es nur noch hauptberuflich oder musste mich entscheiden. Und die Entscheidung fiel mir nicht schwer. Und wie kommt es dann vom Zaubern zum Bauchreden und zum Entertainen? Das ist ja auch. Ja, das ist ein bisschen wie beim Sport, beim Tennis. Wenn ich was sehe, was mir wirklich gut gefällt, wo ich mir denke, das möchte ich ausprobieren. Und ich bin so ein Mensch, wenn mir was wirklich taugt, dann will ich es nicht nur 100, sondern 200%ig machen. Und ich habe gezaubert und 10 Jahre später eigentlich mit dem Bauchreden begonnen. Ich war bei den Zauberweltmeisterschaften, bin ich ja angetreten. Und da war eine Gala am Abend und da ist ein Bauchredner aufgetreten. Und der war so lustig, also ich habe mich kaputt gelacht. Und ich weiß noch, ich bin im Flieger damals gesessen und habe mir gedacht, ich möchte das auch können. Das gibt's ja nicht. Das ist so lustig gewesen. Der hat wirklich diese Gala gerockt. Die anderen haben genial gezaubert, aber er hat sie gerockt mit seiner blöden Bauchrednerpuppe. Und dann bin ich heimgefahren und habe einmal gegoogelt und dann habe ich mir den Emil, meinen Drachen, das war meine erste Bauchrednerpuppe aus Amerika bestellt, weil in Österreich gab es niemanden, der Bauchrednerpuppen baut. Und ja, und so habe ich Bücher gekauft und gelesen und da ist überall gestanden, du musst mindestens ein Jahr trainieren, bis du auf die Bühne kannst. Ja, habe meine erste Nummer nach einem Monat aufgeführt im Cabaret Simple. Und das hat bei mir alles noch einmal verändert, weil ich behaupte jetzt einmal, ich bin x-facher Staatsmeister, war Vierter bei den Weltmeisterschaften, also ich kann zaubern. Trotzdem sind die Leute nachher gekommen nach dem Bauch und gesagt, hey, du bewegst deine Lippen überhaupt nicht, das kennen wir nicht. Und das war so lustig, wir buchen dich,
mit der Bauchredner Nummer. Ich sage, Moment mal, ich bin Zauberer, ich bin kein Bauchredner. Und dann, das hat bei mir sehr viel verändert, weil ich dann drauf gekommen bin, diese Emotion des Lachens ist viel stärker als die des Staunens. Und übers Bauchreden bin ich dann zur Stand-Up-Comedy gekommen und dann habe ich so unabsichtlich einfach meine eigene Schublade kreiert. Das heißt, ich kombiniere jetzt Zaubern, Bauchreden, Comedy in einer Show, oft in einer Nummer. Und das es gibt macht ja nicht viele, die das so machen, oder? Niemanden. Es ist weltweit auf dem Level, sage ich jetzt einmal, abendfüllend in einer Show, macht das eigentlich niemand. Und das war auch nie beabsichtigt von mir, aber das hat sich einfach so entwickelt. Mhm. Ja. Du bist zum Beispiel im Simpel regelmäßig. Jetzt ist dann, glaube ich, irgendwann im November wieder mal soweit. Also der Mann füllt tagelang das Kabarett Simpel. Da gibt es andere, die müssen viel tun, um einmal das Simpel zu füllen. Ist das ein Stolz da oder passiert das einfach? Weil du bist ja ein ziemlich entspannter Kerl. Also ich bin lustig. Ja, aber ich glaube, das ist auch das Geheimnis daran. Erstens einmal, also natürlich bin ich schon stolz, weil all das, was ich erreicht habe, da habe ich mir selber erarbeitet. Also es gab da niemanden, der gesagt hat, los, ich push dich jetzt. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich eben, wie du richtig sagst, ich bin komplett entspannt. Ich bin ein wahnsinnig zufriedener, demütiger, dankbarer Mensch. Also ich habe vor vielen Jahren diese innere Zufriedenheit einfach gefunden, weil ich gesagt habe, okay, ich muss nicht reich, ich muss nicht berühmt werden. Ich habe eine liebe Familie, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich bin gesund, ich habe ein Auto. Wenn man mir jetzt einen Vertrag hinlegen würde und sagt, Niki, wenn du den unterschreibst, es wird nie besser in deinem Leben als jetzt. Ich unterschreibe das sofort, ich brauche nichts. Ich bin mit sehr wenig sehr zufrieden und ich glaube, wenn dieser innere Druck weg ist, dieses ich muss größer werden, ich muss mehr Zuschauer haben und so weiter, wenn man diesen Druck nicht hat, dann geht es automatisch, dann wird es einfach. Natürlich habe ich einen Druck, das neue Programm kommt jetzt raus, das sollte mindestens genauso gut werden und gut ankommen wie das alte und so weiter. Das Publikum erwartet natürlich gewisse Dinge von mir. Kannst du irgendwas verraten? Ja, also es heißt Nikipedia, wenn das die Omi wüsste. Und das ist eine kleine Hommage an meine Omi, weil die war wirklich der Mensch, der gesagt hat, Niki, du hast Spaß, du hast Talent, du bringst die Leute zum Lachen, du nervst unglaublich, aber mach weiter. Alle anderen in der Familie haben gesagt, bitte lern eben was Gescheites. Und von meiner Omi habe ich auch, glaube ich, diesen sarkastisch, schwarzen, eindeutig zweideutigen Humor. Also meine Omi war wirklich prädestiniert und bekannt dafür, die hat immer zur richtigen Zeit das Falsche gesagt. Also wenn du mal Fettnäpfchen googelst, poppt ein Foto von meiner Omi auf. Ja. Damit ihr euch das zum Beispiel zu Hause vorstellen könnt, also meine Omi hatte, oder wir haben ein große Familienfeier gehabt, sagt meine Schwester, ich hatte mein erstes Mal mit 16. Schaut meine Omi auf und sagt, boah, die Zeiten ändern sich, ich nur mit einem. Also solche Sachen. Und da gibt es sehr viel zu erzählen und ich freue mich sehr auf das Programm, weil es für mich das Ausgeglichenste ist. Ich zauber wieder ein bisschen mehr als im letzten Programm. Okay. Bauchreden kommt natürlich vor, auch mit sehr vielen lustigen Storys aus dem Alltag. Und die Comedy kommt auch nicht zu kurz. Jetzt kommen wir zum Sport. Ja. Bleiben wir aber kurz noch bei der Comedy. Musst du körperliches Training machen, um das auszuhalten, was du da auf der Bühne tust? Also das ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Also der Sport ist sowieso ein absoluter Ausgleich für mich. Nicht nur körperlich, auch im Kopf. Ich habe letztens einen sehr, sehr interessanten Artikel gelesen, wo es geheißen hat, dass vor allem Musiker oder Leute, die auf der Bühne stehen, warum die Lampenfieber haben und was man dagegen tun kann. Ich habe Gott sei Dank null Lampenfieber. Ich bin nie nervös, weil ich einfach die Bühne liebe. Ja. Aber da stand auch das erste Mittel gegen Lampenfieber. Sport. Das leert den Kopf total und das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil für mich ist, wenn ich mich mal 3 Tage nicht bewege, dann merke ich, ich kriege so innere Unruhe. Das heißt, was machst du alle? Von Fitnesscenter eben sehr viel Tennis spielen, also ich muss da und irgendwas machen. Wenn ich mal auf Tour unterwegs bin und nur in Hotels bin, dann habe ich meine kleinen Geräte mit oder habe einfach eine Yogamatte da und mache halt meine Bauchmuskelübungen im Hotelzimmer. Wenn du Yoga machst, sprichst du da mit deiner Puppe gleichzeitig? Also kann man Yoga und Bauch? Es ging es wahrscheinlich schon, aber irgendwann einmal fängst du so an zu schwitzen und ich habe Yoga wirklich unterschätzt. Ich mache es leider viel zu selten, aber es würde mir gut tun. Das ist irrsinnig anstrengend. Also ich bewundere jeden, der das eine Stunde lang wirklich auf Hardcore macht. Jetzt nicht nur so entspannt auf Om, sondern wirklich so Hardcore-Yoga ist schon geil, wenn man das macht. Das würde mir auch gut tun. Aber der Sport, um darauf zurückzukommen, ist für mich insofern auch wichtig. Ich sitze so viel im Auto. Und auch die Bauchhühnerpuppen. Allein, wenn ich jetzt, ich probe jetzt gerade für das neue Programm und ich habe stundenlang diesen Arm in dieser Stellung und man kriegt solche Krämpfe. Und ich habe beim letzten Programm einmal meine Proben für eine Woche unterbrechen müssen, weil ich war kurz vor einer Sehnenscheidenentzündung, nur durch diese Haltung. Und auch durch das Autofahren, das ist einfach wichtig, dass dein Körper, die Muskulatur gestärkt ist, weil sonst steigt irgendwann nochmal so aus oder stehst so auf der Bühne. Wie bist du denn in dieses Tennis-Thema reingekippt? Ich meine, ich kann mich erinnern, wir haben gemeinsam Beachvolleyball
Fußball gespielt, da war es ziemlich gut, da hat man gemerkt, dass du unglaublich jetzt. Ich war dreimal bester Aufspieler Österreichs. Ja, leider Gottes bin ich gewachsen. Ja. Und meine Sprungkraft war 1,5 Meter und die ist leider immer weniger geworden. Hätte ich dich auf die Schultern genommen, dann wäre es gegangen. Das hat ja. Dann haben wir Basketball gespielt beide. Ja. Da bist du auch wieder vom Handling, also offensichtlich mit den Fingern bist. Ja, alles, was mit Bällen zu tun hat, war für mich einfach. Aber wie ist das dann? Na, Tennis bist du ja richtig reingegibt. Ich meine, du Tennis. Hast mir erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt, du wirst mir widersprechen, wenn es nicht stimmt. Du gehst ja sogar zum Günter Pressnig, also zum besten, bekanntesten, erfolgreichsten, härtesten. Naja, nein, ich spiele nicht beim Pressnig direkt, aber ich spiele im Winter, weil ich spiele im Brunnen am Gebirge und wir haben keine Halle. Und im Winter spiele ich halt in der Südstadt. Und da passiert halt ab und zu, oder ist, jetzt arbeiten sie nicht mehr zusammen, aber dass der Dominik, der Team, neben mir gespielt hat. Und der bittet dich dann zum Sparring, weil er einen guten Partner brauchen. Nicht ganz so, aber der Dominik ist auf mich zugekommen bei so einem Charity-Turnier, wo wir beide mitgespielt haben und hat gesagt, hey, Tricky Nicky, und ich war total erstaunt, der kennt mich. Und dann hat er gesagt, du pass auf, du bringst mal eine Stunde Tennis spielen bei. Umgekehrt. Ja, ich spiele eine Stunde mit dir Tennis und du bringst mir eine Stunde Zaubern bei. Und ich schaue ihn an und sage, das ist super, ich freue mich, aber das bringt uns beiden wahrscheinlich überhaupt nichts. Nein, und dann waren wir ein paar Mal essen und ich habe ihm auch ein paar Zaubertricks beigebracht. Er ist nur sehr schlampig, was das Üben betrifft, hat er mir verraten. Mhm. Aber nein, es ist ein ganz lieber Kerl. Na, aber in der Halle spiele ich halt im Winter in der Südstadt und trainiere wie ein Verrückter. Warum? Wo willst du hin? Weil du sagst, du hast selber zuerst gesagt, also du bist sozusagen 100% zufrieden mit dem, was du tust. Du willst nicht der Beste, der Schönste, der Größte werden. Aber beim Schönste, Tennis, der Größte geht sich nicht mehr aus. Ja, das bist du. aber warum willst du im Tennis dich noch verbessern? Naja, beim Tennis war es so, ich habe früher als Kind immer wieder oder als Jugendlicher ab und zu einfach gespielt, aber ich habe es nie gelernt. Und dann habe ich 25 Jahre keinen Schläger in die Hand genommen. Und dann war ich mit meinem besten Freund spielen, der immer wieder gespielt hat, auch sehr gut spielt. Und dann hat es mich so ein bisschen gejuckt und gedacht, hey, das macht mir so viel Spaß. Und dann eben bin ich nach Berchtesgadensdorf gezogen, bin dann in Brunn am Gebirge, war ich spielen und habe gesehen, es gibt einen Trainer dort, habe den gefragt und habe dann gesagt, okay, wenn ich jetzt weiterspiele, dann will ich es gescheit lernen. Mhm. Und er hat auch zu mir gesagt, hey, Talent ist da, möchtest du das gescheit lernen? Sag ich, ja, darum bin ich da. Sag ich, gut, nicht frustriert sein, jetzt machen wir 5 Schritte zurück. Und haben wirklich von klein auf wieder angefangen. Und ich bin halt dadurch, dass ich weiß, ich habe sehr spät angefangen, muss ich halt sehr schnell weiterkommen, um auf das Level zu kommen, wo andere Leute nach 20 Jahren sind. Und das ist genau meins, was immer schon so war. Wurscht, ob das Zaubern, Bauchreden oder alle anderen Sportarten waren. Ich hau mich da halt so rein, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ich war jetzt im Sommer, war einen recht ruhigen Sommer gehabt, das war sehr angenehm. Und war nicht auf Urlaub, sondern habe 2 bis 6 Stunden am Tag Tennis gespielt. Wo alle gesagt haben, im Tennisclub, du hast dann Huscher, aber ich habe 3 Partner am Tag teilweise verbraucht. Ich habe gesagt, es geht nicht mehr. Und ich so, ja, komm. Der Team ist seitdem verletzt. Ich bin nicht schuld. Gibt es noch eine Sportart, wo du sagst, das muss ich auch noch mal probieren in meinem Leben? Naja, ich komme ja eigentlich aus der Extremsportrichtung. Ich habe nach dem Volleyball und Basketball habe ich angefangen mit Fallschirmspringen jahrelang, Wakeboarden, extrem Snowboarden und habe auch da einige Verletzungen mitbekommen. Und irgendwann einmal durch das Tennis, das ist halt das Schöne an dem Sport, dass ich weiß, okay, wenn es mir gesundheitlich ganz gut geht, dann spiele ich das mit 80 plus auch noch. Das ist ja übrigens mein Ziel. Du willst 80 mit plus 80 Weltmeister. Plus na Tennis sicher, es gibt Weltmeisterschaften, 80 plus Kategorie, das ist meins. Auf das trainiere ich hin. Ich kenne einen Senior, der regelmäßig noch Tennis spielt und zwar wirklich täglich, ist der Peter Eppeldauer, der ehemalige Coach von Babsi Paulus. Du war ja eine österreichische Tennislegende. Ich weiß, ich will ihm nicht Unrecht tun, aber er ist auf jeden Fall schon über 70, der Peter. Der spielt noch Fußball und noch Tennis. Ja, aber das ist ja das Schöne. Aber mit 80? Ja, aber das ist das, was mich so fasziniert, bei mir auch im Tennisclub. Die treffen sich, die Pensionisten am Vormittag, die spielen, gut, die rennen jetzt nicht mehr wie die Wahnsinnigen, aber die haben einen Spaß, die bewegen sich, das soziale Umfeld. Ich habe glaube, die sind dort Karten spielen. Und das finde ich, nein. Und wenn du mit denen Karten spielst, dann wird es unfair, ja, aber weil du kennst alle Tricks. Das ist richtig. Ja. Kann man mit dir Karten spielen? Man kann schon, ja, aber das Problem ist, mir ist beim Kartenspiel unglaublich langweilig. Und irgendwann einmal, also wenn ich früher war, es gab so einen Poker-Hype, da habe ich natürlich auch gepokert mit Freunden. Ja. Und nach einer halben Stunde Pokern ist mir so langweilig geworden, dass ich dann halt den einen oder anderen Trick insofern ausgepackt habe, dass halt jeder ein Hammerblatt bekommen hat, ich natürlich das Beste. Und dann sind alle all-in gegangen und dann kam halt ich und dann haben mich die Leute angeschaut, Genicke. Ja, und dann haben halt wieder, also ich habe es dann so auffällig gemacht, aber es war einfach, damit es lustig wird. Ja. Ansonsten Sportart, ja. Weiß ich nicht. Ich bin offen, wie gesagt, für alles im Endeffekt. Es muss sich halt irgendwie zeitlich ausgehen. Aber es gibt kaum eine Sportart, glaube ich, die ich noch nicht ausprobiert habe. Wir sollten auf jeden Fall einmal wieder golfen gehen. Ich war noch nie golfen. Golf ist eine Sportart, die du noch nicht gemacht hast? Nein, ich habe zweimal den Schläger geschwungen und bin zweimal auf die Fresse geflogen, weil ich den Ball nicht getroffen habe, aber so viel Schwung gehabt. Ja, aber du bist eh nicht so weit weg vom Ball wie ich. Das ist richtig, aber trotzdem, es war...
aber offensichtlich sehr. Das ist aber interessant, ja. Weil du kannst mit Schlägern gut umgehen und mit Bällen und trotzdem hast du noch nie in deinem Leben Golf gespielt. Nein. Das ist eine Sucht. Da verstehe ich, wenn der reinkippt. Ich, wenn ich viel Geld und viel mehr Zeit hätte, würde jeden Tag golfen gehen, weil der Ball, der liegt am Boden, grinst dich an und sagt, ja. Edge, hast mich wieder nicht getroffen. Ja, aber getroffen. Ich glaube, beim Golf spielst du ja so ein bisschen gegen dich. Das ist ja... Das und ich, ich brauche einfach diesen Wettkampf. Das ist auch das Schöne beim Tennis. Ich brauche einfach diesen... Und Tennis ist ja auch für mich bisher der Sport, wo ich immer gesagt habe, das, ich verstehe es nicht, das ist so ein Kopfsport. Also du spielst im Training um 5 Klassen besser als in der Meisterschaft dann. Bist und du das auch geht so einer, der den Spieler auf der anderen Seite beobachtet und irgendwelche mit der Körpersprache versucht, den Gegner zu verunsichern? So ganz viel? Nein, aber lass manchmal einen Tennisball verschwinden oder als Bauchredner, wenn er der Ball so ganz knapp ist, sagt out! Ja, und der ist dann irritiert, wird jetzt outgeschrien. Also das geht schon, aber das ist, für mich ist das Mentale ist für mich beim Tennis unglaublich faszinierend. Du könntest ja auch mit dem Schiedsrichter, den könntest du ja auch zur Weißglut bringen. Ja, oder? Wenn wir einen hätten schon, ja. Das heißt, du musst dich so verbessern, dass so du mal mit Schiedsrichter spielst und dann gibt es auch was. Ja. Mein Ziel ist Schiedsrichter, Ballkinder und ein Physiotherapeut nachher, der mich massiert. Aber sonst, ja. Gib uns zum Abschluss noch irgendein ganz ein kleines Futsal aus deinem Programm, damit wir alle in Simpel rennen, weil wir es unbedingt sehen wollen. Ja, also wie gesagt, ich erzähle sehr viele Geschichten, die mir so im Alltag passieren als Bauchredner. Also zum Beispiel, wenn, da gibt es, ich nenne sie die Stimme aus der Box. Hallo. Und wenn man zum Beispiel im Supermarkt zum Kühlregal geht, das mache ich ganz gerne und mein Handy läuten lasse, nehme ich aber nicht das Handy, sondern ein Ei heraus, dann drücke ich drauf, hallo. Ja, ich bin im Supermarkt, ja? Ja, nehme ich den mit, ja? 15 Uhr, geht sich aus, ja? Du, ich muss zur Katze, gell? Ja, tschüss. Und dann muss man sich die Leute anschauen, die rundherum stehen. Das glaube ich. Und dann schaut man zurück und sagt, das neue iPhone. Ja. Also solche Sachen. Oder wenn du bei der Supermarktkasse stehst und es ist eine riesige Schlange und du wartest, dann kannst du das Bauchrennen auch so. Du, 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 du. Achtung, Achtung, in Kürze öffnet Kasse 3. Und dann rennen alle Richtung Kasse 3 und du kannst ganz schön. Also es gibt sehr witzige Sachen und ja, ich freue mich schon sehr aufs Programm. Ja, und ich freue mich riesig, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Okay. Ich muss mir jetzt einmal wirklich ein Tennismatch von dir anschauen. Ja. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald einmal wieder. Ich komme auf jeden Fall ins Sinn. Ja, und ich gehe mit dir golfen, das wird lustig. Und einmal gehen wir golfen. Ja, einmal gehen wir golfen. Ja, freue mich. Niki, am Schluss gibt es immer noch Hinweise auf spannende Veranstaltungen. Nachdem du ja ein Sportfan bist, du würdest dich vielleicht entscheiden, Baseball League Austria. Ich habe selber Baseball gespielt. Ich habe eine Saison lang gespielt in Prater. Das ist auch ein nicht leichter Sport. Es ist kein leichter Sport. Es wird schwer unterschätzt, wie schwer man diesen Ball trifft. Ja, mein Problem war nur, am Anfang natürlich, du bist nicht gleich der Pitcher oder der Schläger. Du bist einmal im Outfield und da stehst du und wartest. Und, wenn schönes Wetter ist okay, ja, das schlechte Wetter nicht so lustig. Ja, aber er hat mich fasziniert. Also ich hab viel und gerne Baseball gespielt. Also Baseball, was haben wir jetzt gesagt? Da, Finalserie Vienna Metro Stars gegen Dornbirn, Samstag, den 12.10. um 13 Uhr im Ballsportzentrum Spenadlwiese in Wiener Prater. Und für uns ein Wiener Basketball-Derby, habe ich heute auch schon mal auf meiner Liste gesehen, Hallmann Vienna gegen die Timberwolves am Samstag, ebenfalls am 12.10. um 19 Uhr im Hallmann-Dom im 10. Bezirk. Freue mich. Ja. Danke, dass du da warst. Dankeschön. Ja. Ciao, bis zum nächsten Mal.